So, Kamera an. Darf man nackt im Auto fahren? Herzlich willkommen bei Recht einfach. Ich bin's, Johannes. Es wird Sommer. Die Sonne scheint in Strömen. Ihr schwitzt wie Sau und ihr wollt euch hinter Steuer setzen, so wie euch Gott geschaffen hat. Dürft ihr das? Momentan ist es ja noch etwas kühler, aber das ändert sich gerade und wir kratzen schon an der 25 Grad Marke. Bald sind's 30 Grad. Da kommt man zwangsläufig auf die Gedanken, doch mal komplett die Hüllen fallen zu lassen und sich hinter Steuer zu setzen und durch die Stadt zu fahren. Die Frage ist jetzt, das ist ja mein Auto und im Prinzip sieht das ja auch erstmal keiner. Ja, grundgesetzlich gibt es die allgemeine Handlungsfreiheit. Ich darf eigentlich machen, was ich will oder vielleicht doch nicht alles. Diskriminierend wäre natürlich jetzt zu sagen, das dürfen nur bestimmte Menschen, die dem Schönheitsideal entsprechen, andere dürfen das nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, darf ich nackt im Auto fahren? Die Antwort ist ganz klar, nein. Es ist per se in Deutschland nicht verboten, nackt Auto zu fahren. Das ist ganz klar zu sagen und hier kann ich auch alle beruhigen, die gerade mit dem Gedanken schwanger gehen. FKK, Freikörperkultur, ist in Deutschland nicht per se verboten. Ihr seht die Freikörperliebhaber im Park, am Meer, am See, auf dem Balkon, manchmal auch im Fernsehen, auf dem Computer. Nackt sein ist nur dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn andere Leute dadurch belästigt werden. So, wenn sich jemand subjektiv gestört fühlt, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und eine Ordnungswidrigkeit macht natürlich keinen Sinn, wenn es nicht auch eine Strafandrohung gibt. Und hier gibt es also bei dieser Ordnungswidrigkeit nach § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro. Also einmal nackt baden bis zu 1000 Euro Bußgeld. Dieses Bußgeld wird nicht allzu häufig verhängt, weil es in der Regel in der Praxis so läuft, dass FKK-Liebhaber zunächst von der Polizei nett darauf aufmerksam gemacht werden, sich etwas anzuziehen oder aber den Platz, an dem sie sich befinden, zu verlassen, ein sogenannter Platzverweis, sodass es in der Regel also nicht zu diesem Bußgeld kommen muss. Oben ohne am Steuer zu sitzen, ist also grundsätzlich legal. Ja. Eine Voraussetzung muss natürlich erfüllt sein, und zwar, dass das Fahrzeug trotz Nacktsein noch sicher geführt werden kann. Wenn es jetzt also heiß ist und ihr habt den sehr verschwitzten Fuß auf die Bremse gelegt und rutscht da jetzt also ab, dann wäre das also eine Unsicherheit im Straßenverkehr, die direkt durch das Nacktsein verursacht worden wäre. Und dann legt auch eine Straßengefährdung direkt durch das Nacktsein vor. Stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn jetzt andere Leute beispielsweise durch eine Blondine sich nicht gestört fühlen, sondern vielleicht ganz im Gegenteil sich freuen, freudig erregt sind und dann sich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren können. In diesem Fall würde sich dann wahrscheinlich eher der Partner oder die Partnerin von demjenigen, der sich freudig erregt fühlt, sich gestört fühlen. Und dann wäre es auch wieder eine Ordnungswidrigkeit. Da wird die Sache wieder rund. Also, ihr seht, das Motto lautet: raus aus den Klamotten, rein in den PKW. Der Sommer kann kommen. Gute Fahrt. Recht einfach von Rüden.